Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Infovideo zu Planet Zoo und dem neuen DLC, nämlich dem South America Pack, was ja bald rauskommen wird. Gestern haben wir uns ja schon den Announcement-Trailer dazu angeguckt und so ein bisschen analysiert. Das habe ich auch für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber heute möchte ich euch nochmal so ein paar weitere Infos zu dem neuen DLC geben. Unter anderem wird das Ganze erscheinen am 7.4., also nicht mehr lange hin. Ich freue mich schon sehr darauf. Und der Preis ist natürlich auch für euch sehr interessant, der steht nämlich auch schon fest. Das sind 10,99 auf Steam. Also ist jetzt nicht der billigste Preis, 11 Euro. Dafür kann man meiner Meinung nach schon so ein bisschen was erwarten. Ich bin sehr gespannt, das Arctic DLC war ja an sich auch nicht schlecht. Da waren tolle Bauteile drin, coole Bausachen, Bauelemente, mit denen man richtig tolle Gebäude zaubern kann und sowas. Also ich mag das sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wie umfangreich dann das neue DLC, nämlich das South America Pack sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass da so eine kleine Kampagne oder sowas mit dabei sein wird, aber das stand jetzt noch nicht im Forum. Also das weiß ich nicht, das ist nur so eine Spekulation von mir aus. Und es stand hier noch ein netter Text zu den Gebäuden. Dafür können wir eigentlich mal schon hier direkt das Bild wechseln, nämlich hier hin. Hier sieht man schon mal so ein bisschen die Bauteile und dann steht hier, dazu gibt es nette südamerikanische Gebäudeelemente, ein Aztekentempel-Baustil, Regenwaldpflanzen und Schätze vergangener Zivilisation zum Dekorieren. Ja, das klingt ja erstmal ganz nett und ich muss auch sagen, hier auf dem Screenshot sehen die Baugegenstände und Pflanzen und sowas, die man hier sieht, schon mal, oh, Entschuldigung, sehr vielversprechend aus. Können auch mal so ein bisschen ranzoomen, wenn ihr möchtet. Was ich natürlich direkt sehe, so als Highlight, sind diese goldenen, oh, was ist denn jetzt hier los? Sind diese goldenen Elemente. Hier einmal dieses coole goldene Lama, dann hier diese ganzen coolen, ja, Dekorationen oder wie nennt man sowas denn? Gravuren in der Wand. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und natürlich diese ganzen Azteken-Sachen. Hier sind auch so lilane Holzelemente bei. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach Standard-Holzelemente sind, die gefärbt sind. Wahrscheinlich schon, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das schon welche sind, die wir bereits im Spiel hatten. Hier sieht man auch einige neue Pflanzen. Hier hinten sieht man neue Schirme. Hier unten sieht man auch noch so ein bisschen neue Bambusgebäude und sowas. Also ich glaube, uns wird da schon relativ viel erwarten. Diese ganzen Rankenpflanzen, die sehen auch sehr cool aus. Wir haben aber noch ein weiteres Bild. Genau, hier sieht man auch noch mal ein paar Sachen. Hier sieht man zum Beispiel noch mal neue Palmen, so wie es aussieht. Dann diese ganzen neuen Bambushäuser, hier diese neuen Bänke. Hier sieht man auch schon den ersten neuen Boden. Das ist auch so ein, ja, Stroh-Bambus-Boden, würde ich jetzt fast sagen. Diese Seile weiß ich jetzt nicht, ob die neue sind. Könnte auch sein. Ich glaube schon. Ich glaube, die hier sind auch neu, weil Seile gab es zwar schon, aber es gab nicht so viele in verschiedenen Größen und Längen und sowas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt wirklich man mehr Möglichkeiten hat, indem man einfach kürzere Seile kriegt und so weiter, was sehr, sehr praktisch sein wird, weil ich bin beim Bauen mit diesen Seilen schon wirklich oft auf meine Grenzen gestoßen, weil die einfach von den Formen nicht ganz so perfekt waren. Ich glaube, das Minimum waren 2 Meter oder so. Ich hoffe, es werden jetzt mal ein paar kürzere Seile dabei sein. Aber das werden wir dann sehen. Ja, jetzt haben wir uns die Bausachen so ein bisschen angeschaut. Kommen wir mal zu den 5 Tieren, die im Pack enthalten sind. Die sind nämlich auch mega cool. Also darüber bin ich sehr erfreut, über diese Tiere. Fangen wir auch gleich mit einem Highlight an, nämlich dem Jaguar. Den Jaguar, den haben ja schon viele sich gewünscht für Planet Zoo. Und endlich bekommen wir den Jaguar. Und ich muss sagen, er sieht mega, mega cool aus. Ich kann auch hier mal ein bisschen ranzoomen, obwohl braucht man eigentlich fast gar nicht. Nur so ein bisschen können wir ruhig mal machen. Ah, der sieht schon cool aus, ne? Ich freue mich da sehr drauf. Diese Punkte und sowas. Ja, so eine gepunktete Raubkatze. Doch, den Gepard haben wir schon. Der ist auch so gepunktet, so ein bisschen, ne? Ah, der Jaguar, der ist schon heftig. Ich bin auch mal gespannt, wie sehr der dann klettern wird und sowas. Ich denke mal, der wird viel auf Bäume klettern. Ich bin auch sehr auf die Animation von dem gespannt. Ah, cooles Tier. Und alleine der wird es wahrscheinlich schon für mich wert sein, das DLC zu kaufen. Aber das war noch nicht alles. Es kommen noch weitere coole Tiere. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich davon am coolsten finde. Denn das nächste Tier, das ist das Lama. Das finde ich auch mega cool. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich mehr auf den Jaguar freue oder mehr auf das Lama. Klingt jetzt irgendwie absurd, weil eigentlich ist der Jaguar schon, ist halt ein Raubtier, ne? Aber ich mag das Lama irgendwie auch, muss ich sagen. Und ich finde, es sieht auch sehr süß aus mit diesem plüschigen Pelz und dann dieser Blick. Das ist so Standard-Lama-mäßig. So gucken die, bevor die dir ins Gesicht spucken. Lamas finde ich auch mega cool. Sehen richtig cool aus. Ich hoffe, die werden auch noch in anderen Farben verfügbar sein. Also nicht nur in diesem Weiß, weil
Gibt es Lamas nicht auch in verschiedenen Farben? Ich bin da leider nicht so der Experte. Oder sind das Alpakas? Alpakas sehen ja auch sehr ähnlich aus wie Lamas. So ein bisschen in diese Richtung gehen die ja. Aber ich glaube, Lamas gibt es auch in verschiedenen Farben. Ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das nächste Tier, das ist das Kapuzineräffchen. Finde ich auch ganz cool. Ist allerdings nicht mein Highlight von den Tieren, muss ich sagen. Woher kennt man das denn, das Kapuzineräffchen? Ich habe den... Also ich kenne es auf jeden Fall. Ist das von Pipi Langstrumpf? Nee, das ist ein Totenkopfäffchen, glaube ich, ne? Bei Pipi Langstrumpf. Gibt es irgendein berühmtes Kapuzineräffchen? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob wir so einen schon haben in der Richtung und Art vom Aussehen. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Sieht sehr, sehr cool aus. Also, ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaut es euch einfach an. Ist jetzt für mich nicht mein persönliches Highlight. Aber jetzt kommt wieder ein Highlight für mich auf jeden Fall. Nämlich der Ameisenbär. Oh mein Gott, ist der nicht süß, Leute? Oh, toll. Feier ich richtig. Mega cooles Tier. Ist mal was ganz anderes. Und ich glaube, den werden auch richtig viele richtig gerne dann in ihren Zoos bauen. Im Hintergrund sieht man auch nochmal hier schön diese ganzen Bambussachen. Damit kann man bestimmt auch tolle Klettersachen dann machen. Ah, ganz tolles Tier. Also zwischen dem Jaguar, dem Lama und dem Ameisenbär könnte ich mich nicht entscheiden, welches davon mein Liebling von dem neuen DLC wird. Könnt ihr mal in... nee, stellt euch erstmal alle vor, wartet eben. So, das ist auf jeden Fall der Ameisenbär. Und das letzte Tier, das ist der Rotaugen-Laubfrosch. Finde ich persönlich nicht so spannend. Ist halt wieder ein Vivarientier. Und ihr wisst ja, was ich von Vivarientieren halte. Sind sehr, sehr langweilig leider. Auch zum Beobachten und so. Sieht zwar cool aus mit diesen roten Augen und alles. Ja, ist schon ganz nett. Aber ist jetzt nicht so ein Highlight für mich. Aber jetzt kennt ihr die 5 neuen Tiere, die durch das DLC ins Spiel kommen. Und jetzt schreibt am besten mal euren Liebling davon in die Kommentare. Ich persönlich könnte mich nicht entscheiden zwischen dem Jaguar, dem Lama und dem Ameisenbär. Wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich es nicht, glaube ich. Ich finde die alle drei mega cool. Und allein schon für diese Tiere wäre es für mich persönlich das wert, dieses DLC zu kaufen. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, 10,99 € ist einem zu viel. Kann ich völlig nachvollziehen. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von DLCs, aber bei so Aufbauspielen, da ist das nun mal so. Ich bin es ja nicht anders gewohnt und ja. Ja, das waren eigentlich auch schon alle Infos, die ich zu dem neuen DLC habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr gefallen und hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.